Es geht jetzt weiter. Arbeitsumgebung Archicad 20. Ich möchte gerne, dass diese Werkzeugpalette, dieser Werkzeugkasten anders aussieht. Und zwar soll er einfach größer sein. Ich möchte die Sachen besser erkennen. Die Werkzeuge haben Namen und ich möchte auch sehen, ob sie Kurzbefehle haben. Es ist tatsächlich sehr nervig, so wie es in der Voreinstellung ist. Wir haben hier die wichtigsten Werkzeuge, meinetwegen die 3D-Werkzeuge, aber dann gibt es hier schon ebenso wichtige Werkzeuge, die hier unten so verschwinden. Und ganz unten gibt es eben auch nochmal wichtige Werkzeuge. Und es ist irgendwie sehr merkwürdig beim Arbeiten, immer unten links in diese Ecke zu klicken. Also das ist kein Zustand. Ich möchte gerne, dass das ein Dropdown-Menü wird, was hier ganz oben in einer Symbolpalette hängt, was sozusagen meine Standard-Symbolpalette, die ich im ersten Tutorial rausgeschmissen habe, ersetzen soll. Dazu brauche ich zwei Dinge. Ich muss mir einerseits ein Menü anlegen, in dem diese Werkzeuge alle enthalten sind, und ich muss in einem zweiten Schritt eine eigene Symbolleiste anlegen, in der dann dieses Menü eingefügt wird. Das mache ich jetzt alles unter dem Befehl Arbeitsumgebung, und dort habe ich hier schon aufgeklappt, unter den Befehlen gibt es Menüs und Symbolleisten. Das sind jetzt genau die beiden Dinge, die ich bearbeiten muss. Zunächst einmal gründe ich oder führe ich quasi ein neues Menü ein. Das läuft so, ich klicke hier auf Menüs. Jetzt habe ich hier alle vorhandenen Menüs aufgelistet in alphabetischer Reihenfolge. Das sind also alle Menüs. Das heißt nicht, dass ich die jetzt alle sehe in meiner jetzigen Arbeitsoberfläche, in meiner jetzigen Arbeitsumgebung, aber zumindest gibt es sie. Und man sieht auch, dass es in der Menüleiste selber diese Menüs gibt. Das sind auch genau die, die man hier oben sieht. Das ist jetzt aber alles nicht so wichtig. Ich möchte jetzt hier auf Option Menüleiste klicken und da kann ich dann neues Menü wählen. Das ist alles ein bisschen versteckt, deswegen mache ich auch dieses Video, um euch das zu zeigen. Neues Menü. Und das heißt jetzt Werkzeuge. Ja, ich könnte es auch HS-Werkzeuge nennen oder irgendwas, wo meine Kürzel drin vorkommen. Das Problem ist aber, dass es später hier oben zu sehen sein wird mit diesem Wort. Und da möchte ich jetzt nicht, dass da HS-Werkzeuge steht, sondern da soll eben nur Werkzeuge stehen. Also Werkzeuge. So. Okay, jetzt habe ich hier ein leeres Menü und da kann ich jetzt Dinge hineinziehen. Natürlich Werkzeuge. Und jetzt kann ich mal hier oben schauen. In dieser Dropdown-Liste steht aktuelle Menüstruktur, alle Befehle nach Thema, alle Befehle in alphabetischer Reihenfolge und so weiter. Und was mich jetzt interessiert, ist alle Befehle nach Thema. Und jetzt schaue ich mal, ob es sowas wie Werkzeuge gibt. Siehe da, hier gibt es so etwas, 12 Werkzeuge. Also das 12 ist die Nummer. Und jetzt sehe ich hier ganz viele Werkzeuge. Die meisten davon kenne ich schon. Das sind meine Archicad-Werkzeuge. Ich kann die jetzt alle auswählen. Ich wähle jetzt erstmal vorsichtshalber alle aus und kann jetzt hier unten auf diesen Button ausgewählt hinzufügen klicken und dann landen die alle rechts in meinem neuen Menü. So, was kann ich jetzt noch machen? Ich kann einzelne Werkzeuge jetzt wieder löschen. Später, falls ich diese gelöscht habe, falls ich die, die ich gelöscht habe, wieder brauche, kann ich die natürlich auch wieder reinholen. Es gibt nämlich hier 4 Befehle, das weiß ich jetzt schon, ich habe es auch lange recherchiert. Das sind alles Befehle oder Werkzeuge, die zu dem Fassadenwerkzeug gehören, die eigentlich in keiner Konfiguration in der Werkzeugpalette selbst auftauchen. Also in der vorhandenen Werkzeugpalette. Ich sage immer Werkzeugpalette, sie heißt in Archicad Werkzeugkasten. Und deswegen schmeiße ich sie hier auch wieder raus. Falls ich später besonders viel mit dem Fassadenwerkzeug arbeiten sollte, ich muss jetzt hier auf Löschen klicken, jetzt hier auch, ich kann das so der Reihe nach machen, so, wechseln sie, kann ich sie ja immer noch dazu holen. Jetzt sehe ich auch noch hier so kleine Doppelpfeile, das bedeutet, ich kann die Werkzeuge verschieben, ich kann also sagen, die Wand soll über dem Markierungsrahmen sitzen, das mache ich jetzt aber erstmal nicht, ich lasse erstmal alles so, wie es ist. Das ist auch keine alphabetische Sortierung, sondern es ist eine Sortierung, die mehr oder weniger dieser vorhandenen oder genau dieser vorhandenen Reihenfolge in dem aktuellen Werkzeugkasten folgt. Man sieht dann hier ganz unten so ein Eckfenster, Rasterelement, Halterung. Das sind also deutlich weniger wichtige Werkzeuge offensichtlich. Auch das ist etwas, was ich hinterher ändern kann. Was jetzt ganz wichtig ist, bevor ich jetzt auf OK klicke, man darf nie vergessen, wir müssen immer alles speichern, dass es auch wirklich nachvollziehbar und reproduzierbar wieder aufgerufen werden kann. Das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt hier sage, ich gehe auf das Befehle-Schema, da sehe ich hier wieder dieses Wort individuell. Individuell bedeutet wieder, ich habe jetzt wieder irgendwas gegenüber dem Standard geändert. Standardbefehle 20, fortgeschrittene Befehle 20. Ich habe jetzt etwas Drittes gemacht, nämlich dieses neue Menü eingeführt. Und das habe ich jetzt und deswegen wird jetzt hier individuell angezeigt. Das heißt, also Archicad findet, ich habe was anders gemacht. Das würde auch bis zum
Neustart des Programms gespeichert, nur wenn ich natürlich wieder eine dieser Standardbefehle oder fortgeschrittenen Befehle aufrufe als Profil, als Befehlsprofil, ist das wieder weg. Also auch mein ganzes schönes Menü. Weiß ich schon, habe ich schon ausprobiert, deswegen Vorsicht, das muss jetzt gespeichert werden. Speichern als. Und jetzt nehme ich hier diesen Button, Speichern als, und sage jetzt HS Befehle. Und ich finde dieses mit diesem Bindestrich Befehle 20 finde ich ganz gut. Dann weiß man nämlich auch gleich, dass es Archicad 20 ist. Falls dann demnächst Archicad 21 kommt, dass man das dann unterscheiden kann, wenn man das vielleicht dann neu einrichten möchte. Speichern. Und jetzt habe ich das hier eingesetzt. Ich habe jetzt sozusagen ein drittes Befehleprofil. In diesem Befehleprofil ist jetzt dieses Menü mit drin. Ich habe jetzt hier das Menü Werkzeuge, das ist meins. Und das kann ich mir auch angucken. Wenn ich hier drauf klicke, sehe ich mein Menü wieder. Und wenn ich hier wieder drauf klicke, wird es wieder in dieser Menüleistenreihe angezeigt. Gut, jetzt habe ich ja gesagt, ich habe das Menü. Das ist aber alleine noch nicht irgendwo jetzt da. Also das Menü ist zwar theoretisch da, wird aber praktisch noch nirgendwo verwendet. Es ist weder hier oben, wo ich es auch nicht haben möchte, und es ist auch nicht irgendwo anders zu sehen. Ich muss jetzt eine eigene Symbolleiste noch neu einführen oder erfinden, in die ich das dann einsetzen kann. Und diese Symbolleiste möchte ich dann wiederum hier oben in meiner Arbeitsumgebung, in meiner Arbeitsoberfläche einsetzen. Also das ist sozusagen dann der dritte Schritt. Jetzt erstmal eine neue Symbolleiste. Das läuft genauso wie beim Menü. Ich gehe hier auf Option Symbolleiste, neue Symbolleiste. Die nenne ich jetzt HS Tools. Die könnte ich auch anders nennen. Ich bin ehrlich gesagt jetzt ein bisschen ratlos, wie ich die nennen soll. HS Standard kann ich vielleicht auch nehmen. Es ist letzten Endes jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass ich erkennen kann, sie ist erstens von mir, HS, deswegen dann Bindestrich und dann irgendwas. Und weil ich jetzt, denke ich, so mein Gedanke, meine Standardpalette eben rausgeschmissen habe im ersten Video, nenne ich die jetzt auch Standard. Das wäre dann also sozusagen der Ersatz, mein persönlicher Ersatz für die Archicad Standardpalette. Okidok. Und jetzt ist es auch wieder so, dass die erstmal leer ist. Jetzt kann ich hier in die aktuelle Menüstruktur gehen. Da sehe ich auch wieder mein Werkzeugmenü. Dieses Werkzeugmenü habe ich selber eingeführt. Es wäre jetzt wirklich besser, da würde HS-Werkzeuge stehen, da könnte ich es besser unterscheiden. Nur wie gesagt, es wird später unter dem Namen da oben auch erscheinen. Da möchte ich also mein HS nicht sehen. Deswegen habe ich es jetzt hier gelassen. Aber vorher gab es keins, deswegen weiß ich, das ist jetzt meins. Jetzt klicke ich das hier an, sage Ausgewählte hinzufügen. Jetzt landet es hier in dieser neuen Symbolleiste HS Standard. Auch jetzt wieder schön darauf achten, das Ganze muss gespeichert werden. Auch hier sehe ich wieder, Archicad hat wieder ganz brav erkannt, wir haben gegenüber dem gespeicherten HS-Befehle 20 Satz etwas verändert. Also steht hier wieder individuell. Jetzt muss ich sozusagen wieder sagen, nein, das soll jetzt schon zu meinem HS-Befehlesatz gehören. Deswegen klicke ich da jetzt drauf und klicke hier auf Ändern. Damit gibt es ein Update, wird das Schema mit den aktuellen Einstellungen ändern. Alles gut, ändern. Und jetzt habe ich sozusagen die Symbolleiste. Die ist jetzt hier aus dieser Liste herauszufinden, da HS Standard. Ja, das kann ich jetzt gut entdecken, unterscheiden mit meinem HS. Also kann ich jetzt sehen, da ist jetzt diese Werkzeugpalette drin. Jetzt gibt es hier noch Optionen. Ich kann sagen, dass ich nur das Symbol sehen möchte. Nur den Namen, Icon und Name selektiv sichtbar. Was immer das ist, wir werden jetzt mal Icon und Name sichtbar machen. Und jetzt noch einmal auf Befehle gehen, da ist schon wieder individuell. Also immer bei jedem bisschen, was man gemacht hat, darauf achten, dass Sie das Schema selber hier oben nochmal anklicken und ändern, also Ihren Befehlesatz ändern. So. Und meine Arbeitsumgebung, da gucke ich jetzt nochmal auf das Profil, jetzt auch die Standard. Sehen Sie, in meinem Profil 3HS ist es jetzt so, dass die Befehle immer noch die Standardbefehle 20 sind. Jetzt muss ich da auch wieder drauf gehen und muss das anders einstellen. Ich muss jetzt sozusagen hier jetzt auswählen, dass da ein anderer Befehlesatz genommen wird. Und wie geht das jetzt? Ich gehe hier auf Bearbeiten und sage jetzt hier bei Befehle nicht Standardbefehle 20, sondern bitte HS-Befehle 20. Okay. Ja. Jetzt habe ich sozusagen mein übergeordnetes Arbeitsumgebungsprofil 3HS auch wirklich sicher mit den Befehlen HS Befehle 20 versehen sozusagen.
Das Ganze wirkt schon relativ umständlich, finde ich ehrlich gesagt auch, aber wahrscheinlich geht es nicht anders. So, okay, jetzt habe ich alles erstmal gesichert, das ist schon mal ganz wichtig. Jetzt habe ich aber immer noch keine Symbolleiste da oben. Jetzt mache ich das so, ich gehe jetzt auf Fenster, Symbolleiste und da wird meine neue Symbolleiste auch aufgeführt, HS Standard. Jetzt wird die von Archicad freundlicherweise gleich da oben eingesetzt, das ist wirklich super. Und da sehen Sie schon, da steht Werkzeuge und wenn ich da jetzt draufklicke, sehe ich mein schönes, großes Werkzeug-Dropdown-Menü. Und das ist jetzt ganz toll, weil es wirklich alle Werkzeuge brav hintereinander enthält. Es steht bei jedem Werkzeug, was einen Kurzbefehl hat, diese auch dahinter. Das ist wirklich auch sehr gut. Es sind wirklich alle Werkzeuge zu sehen, die ich wirklich habe. Das ist auch ganz toll. Und wenn ich die Werkzeuge nicht benutze oder nicht auswähle, Entschuldigung, natürlich benutze ich immer ein Werkzeug, aber wenn ich sie nicht auswählen möchte, sehe ich sie auch nicht in dieser Palette. Die kommen nämlich jetzt weg. Und ich habe jetzt sozusagen die Werkzeuge schön da oben in so einer Dropdown-Liste. Und jetzt werden Sie sagen, ja, wie erkenne ich jetzt, welches Werkzeug aktiv ist? Nehmen wir mal das Fensterwerkzeug und man sieht dann gleich, ich habe hier in diesem Infofenster lauter Einstellmöglichkeiten für dieses Werkzeug. Das heißt, ich sehe tatsächlich, welches Werkzeug aktiv ist an dem Infofenster. Und deswegen brauche ich auch nicht die Werkzeugpalette oder den Werkzeugkasten, um zu sehen, welches Werkzeug aktiv ist. Ich nehme mal das Deckenwerkzeug, dann ändert sich das auch wieder. Hier ist es besonders schön, weil es auch noch die Ebenenansage gibt. Oder wir nehmen mal das Linienwerkzeug. Das ist ein sehr überschaubares Infofenster. Also sehr schön alles zu sehen. Dieses Werkzeuge-Dropdown-Menü, da gehe ich jetzt nochmal unter Arbeitsumgebung. Da gab es hier so ein paar Einstellmöglichkeiten. Ich gehe mal hier auf das Menü Werkzeuge. Ich klicke hier drauf und da ist hier oben Menü, Option Menü zu sehen. Ne, hier war das nicht. Entschuldigung, das war bei Symbolleiste, HS Standard. Und da ist es jetzt möglich, in den Optionen für die Symbolleiste noch ein paar Dinge auszuwählen. Das hatten wir eben schon mal angesprochen. Nur Symbol sichtbar, das probiere ich mal kurz aus. Würde bedeuten, ich sehe nur noch diesen kleinen Pfeil. Das ist mir wirklich zu wenig. Ich gehe jetzt nochmal auf Arbeitsumgebung und gehe nochmal auf diese Symbolleiste und sage, nee, ich möchte nur den Namen sichtbar haben. Dann sieht das Ganze so aus. Also, da hat sich überhaupt nichts geändert. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe eine andere Symbolleiste gerade geändert. So, jetzt gehe ich hier nochmal nur Name sichtbar. Okay. Jetzt sehen Sie, dass da dieser Name mit diesem Pfeil zu sehen ist. Das kommt mir irgendwie schmaler vor als eben. Und jetzt schauen wir mal, was es noch für Möglichkeiten gibt. HS Standard. Icon und Name sichtbar. Jetzt ändert sich noch nichts, aber wenn ich auf OK klicke, wird es ein bisschen größer. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich fand es eigentlich ganz gut, dass es so schmal war. Deswegen gehe ich jetzt mal wieder zurück und sage nochmal nur den Namen. Und dann ist es entsprechend kleiner. So, jetzt noch eine Sache. Ich möchte gerne, dass dieses Infofenster, das wird hier, das ist eigentlich zu groß für diesen Monitor. Und man sieht, dass hier noch tatsächlich irgendwas kommt. Und das finde ich sehr unbefriedigend. Ich möchte auch nicht, dass das da oben so in der Länge ist. Meiner Erfahrung nach, ich arbeite jetzt schon lange mit Archicad, ist es wirklich sehr mühsam, sich dieses Ganze durchzuschauen, ob etwas dabei ist, was ich ändern kann oder wenn ich etwas suche, das in dieser Längsausrichtung zu finden ist, meine Meinung. Das kann man auch anders sehen. Ich persönlich möchte lieber, dass dieses Infofenster jetzt hier links klebt, breiter und dafür da oben mehr Platz ist. Ja, das mache ich jetzt so. Ich ziehe diese Symbolleiste einfach hier so raus. Das muss ich an diesem Strich machen. Nee, so geht es auch nicht. Das ging aber eben da. Jetzt habe ich sie. So. Und jetzt kann ich die auch genauso hier so packen. An dieser Leiste muss ich sie nehmen. Und man sieht hier schon, wie das so gehighlightet wird. Und dann kann ich die da so ablegen. Ja, und dann landet die da. Und ist eigentlich, finde ich, besser und übersichtlicher zu lesen als vorher. Ich kann jetzt hier immer das Werkzeug aussuchen. Zum Beispiel das Freiflächenwerkzeug. Und dann sehe ich hier die Einstellmöglichkeiten, die mir in diesem Infofenster für die Freifläche gegeben werden. Und das finde ich also wesentlich, ja, wie soll ich sagen, lesbarer und übersichtlicher gegliedert, als es da oben war. So, ich bin fast fertig. Wir haben ein neues Menü eingeführt. Das Menü enthält alle Werkzeuge. Wir haben eine neue Symbolleiste.
gemacht, in der dieses Werkzeugmenü drin steckt. Ich möchte diese Symbolleiste im Lauf der nächsten Videos immer mal wieder aufforsten. Da sollen noch mehr Befehle rein. Das mache ich dann so, immer wenn ich das Gefühl habe, ich brauche welche, die ich jetzt nicht aus diesen Menüs fischen möchte. Das ist nämlich bei Archicad ganz gut verteilt. Also man muss dann immer mal so ein bisschen gucken, welcher Befehl ist bei Ansicht, Planung, Dokumentation, Option und so weiter. Um das zu vereinfachen, bietet es sich geradezu an, Befehle hier oben anzuordnen, dass man sie dann einfach so anklicken kann. Das mache ich auch, nur eben alles der Reihe nach. Je nachdem, entweder brauche ich es sowieso und merke, dass ich es da oben gut gebrauchen kann, oder ich weiß es schon, wie zum Beispiel die Sichtbarkeit der Ebenen. Das werde ich im nächsten Video machen. Aber das ist jetzt gar nicht wichtig. Ich kann jetzt jeden Zwischenstand erst einmal speichern, Arbeitsumgebung. Und dann gehe ich hier wieder auf dieses Arbeitsbereich Schemata. Das war ja die Abteilung oder das Schema, in dem die Konfiguration der Paletten auf dem Monitor quasi gespeichert wird. Und weil wir jetzt natürlich wieder eine neue Symbolleiste da oben eingesetzt haben und diese hier geändert haben aus der horizontalen in die vertikale, steht hier auch wieder individuell. Deswegen auch hier wieder Profil 3HS ändern. Auch das wird jetzt wieder überschrieben und auf OK klicken. So, wenn ich jetzt auf Optionen gehe, Arbeitsumgebung, Profil anwenden, große Zeichenfläche, also immer mal zum Test, dann sieht man das alte, was voreingestellt war. Und jetzt gehe ich wieder auf mein eigenes Profil 3HS und da kommt meine schöne neue Symbolleiste, die ist jetzt wieder breiter geworden, muss ich gleich nochmal ändern. Das Infofenster ist links, also das ist alles gut. Ich habe aber eben vergessen, Arbeitsumgebung, Befehle, Symbolleiste, ja, es ist mühsam, ich weiß es, HS Standard, da habe ich gesagt, ich hätte gerne nur Name sichtbar und da hatte ich dann auf OK geklickt, dann wurde das auch schmaler, aber ich habe vergessen, und da sieht man es mal, ich muss sozusagen dieses auch wieder, da steht es wieder individuell, ich muss das auch wieder in meinen HS-Befehle 20 reinschreiben, indem ich auf Ändern klicke, und jetzt ist es endgültig gesichert. Jetzt mache ich nochmal den Test ganz schnell und dann sind wir erlöst für diesmal. Profil anwenden, große Zeichenfläche. Und jetzt kommt wieder meins. Profil anwenden, ups, Profil anwenden, 3HS. Jetzt ist alles gut. Ja, jetzt ist das hier oben schön schmal. Ich habe hier mein Infofenster und alles ist gut.